Hallo zusammen, hier ist wieder der Sarge. Willkommen zurück zu Risen 1. Ja, wir sind hier tief in dem Tempel-Vulkangrotte unter der Vulkanfestung. Hier haben wir jede Menge Echsenmenschen, die uns ans Leder wollen. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal mein Skelett rufen. Da fühle ich mich einfach sicherer mit meinem Skelett. So. Hallo Fred. Was geht ab? So, dann essen wir was Leckeres. Vielleicht irgendwas, was beides erhöht. Ja, zum Beispiel so ein Hering. Und Erfahrung, auch nicht schlecht. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, ja, dann geht's los. Also wir speichern nochmal und dann auf geht die wilde Fahrt. Zack, im Kopf. Genau so geht das. Also mit Fred geht das natürlich viel besser. So. Und natürlich muss ich jetzt wieder was essen, weil das ganz schön aus dem Maul saugt gerade. So, und dann schauen wir, was hier oben auf uns wartet. Ich weiß nicht, ob das der richtige. Oh, halt! Genau, wichtig ist, dass wir immer warten, bis er zuschlägt und dann kommen wir zu. So, und jetzt haben wir schon wieder ein Level Up. Sehr schön. So, kommen wir denn hier hin eigentlich? Das ist die Frage. Jetzt noch tiefer runter, oder? Hat. Gut, wir schnappen uns erstmal das Obsidian. Ich habe mich sowieso schon total verlaufen und verirrt. Nette Ausbeute. Damit müssen wir jetzt einfach mal zurechtkommen. Okay. Ach, hier sind wir. Da kamen wir runter. Dann schauen wir mal hier noch lang. Ah, okay, das ist das, was er meinte. Den Zugang im Sumpf. Ist ganz schön gruselig hier. Unten. Und ein. Cool, wie geil. Cool, den hauen wir jetzt erstmal weg. So läuft das cool, hä? So läuft es. So. Was? Ein Runenschwert. Da hinten arbeitet ja noch einer. Jorgen, ist Sowas! das nicht der Ein Verrückte? Mensch! Die Echsen haben dich wohl auch gefangen, was? Willst du ein Stück Pilz? Lieber nicht. Was? Du willst meinen Pilz nicht? Da wirst du es dir schon noch anders überlegen. Naja, ein paar Tage hier unten und du wirst um ein Stück Pilz betteln. Ich suche einen Trupp Echsen. Den Jagdtrupp? Ja. Ich weiß, wo sie lang sind. Und? Sagst du es mir? Nein,
Du magst meine Pilze nicht. Deshalb magst du mich auch nicht. Besser, ich sage dir gar nichts. Jetzt reicht es mir. Wo sind die Echsen lang? Ja, schon gut. Sonst gibst du nie mehr Ruhe. Einfach den steilen Felsweg rauf und dann durch die große Höhle. Da ist ein Tal. Da sind sie lang. Sie suchen neue Menschen. Menschen, die sie dann schuften lassen. Gut, danke. Alles klar. Hier waren wir, da haben wir den Menschen. Da gibt es jetzt eigentlich nur noch diesen Weg. Ne? So, Fred an meiner Seite, bin ich ja froh. Aha, nehmen wir uns gleich nochmal Obsidian mit. Also ich glaube ja, dass wir uns noch irgendwann eine ganz fette Zweihand Obsidian-Waffe bauen werden. Deswegen nehme ich das auch mit. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das noch. So, Freundchen. Puh, das war knapp. So, und Fred hat schon einiges abbekommen. Wir nehmen einfach mal so einen dicken Trank. Oh Gott, haben wir viel Leben. Damit werden wir gar nicht mehr voll mit dem dicken Trank. Das war auch schon mal anders. So, alles klar. Wo geht's denn hier lang? Aha. So, Freundchen. Falle? Falle? Nein. So ein Tier hätte ja längst die Falle ausgelöst. Und eine Steinplatte. Nicht ernsthaft, noch mehr Weisheit. Schauen wir mal. Steinplatte. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Interessant. So, und jetzt schauen wir uns mal die Werte an. Weisheit 139. Ja, alter Schwede. So. Man hört so einen leichten Herzschlag im Hintergrund. Ich finde das schon sehr gruselig. Fred ist fast hinüber. Das ist natürlich schade. Oh. Wo kommt das denn her? Ja, wenn ich Fred irgendwie heilen könnte, wäre schon gut. Kann ich aber leider nicht. Gruselig. Alles klar. Okay, da ist nur. Oh, das sind aber mehrere, wa? Schau ich mal, ob ich den einen anlocken kann. Mein Skelett! Wo sind wir denn hier bloß gelandet?
das ist der Eingang. Alles klar. So. Alles klar. Der hat den Schlüssel, okay. So, jetzt schauen wir noch mal. Kennen wir den? Was will Mensch? Dorket, Mensch. Mensch, Freund von Dork. Ja, wir sind uns schon mal begegnet. Wieder Dork gefangen von Schuppige. Mensch befreit Dork. Besonders lange konntest du deine Freiheit ja nicht genießen. Dork jetzt wieder gefangen. Warum bist du wieder gefangen? Dork nimmt Keule und tötet Schuppige. Aber Schuppiger zaubert bösen Zauber auf Dork. Dork eingesperrt, Dork wieder eingesperrt, Dork mächtig sauer. Du bist frei. Dork schuldet Mensch das Leben. Dork will Schuld tragen, für Ehre von Dork. Dork wird helfen, an Seite stehen, an Seite kämpfen. Das Gesetz der Ehre. Gute Sache. Ich verfolge ein paar Echsen. Echsen? Echsen? Dork sagt Schuppige. Verstanden. Dork wird Leben schützen und Feinde töten. Einen großen Kerl wie dich könnte ich schon gebrauchen. Dork groß und stark. Dork und Mensch kämpfen für Ehre. Mensch spricht, Dork folgt. Cool. Komm mit. Ja! Coole Sache, sag ich mal. Oh, nochmal Obsidian. Ganz unauffällig. Ah, ein Edelstein. So, zack. So, das muss reichen. Alter, mit dem räume ich jetzt ja alles weg. Schau mal, was wir hier noch so. Oh, über hier. So, passiert nichts. So läuft. So läuft das schon mal richtig. So, noch. Ach, nicht noch eine Steinplatte, schon wieder Weisheit. Wo hat er denn das Schwert hingeschmissen? Okay, das Ding macht auch wieder nichts. Aber da ist das Schwert. Okay, dann lese ich da mal die Steinplatte ein. Hier steht etwas über Magie. So, Weisheit 143. Alles klar. Gut, dann gehen wir. Gehen wir hier raus oder wie machen wir das? Wir suchen ja noch nach diesem Tropf. Der ist doch bestimmt hier unterwegs. Wo sind wir denn hier? Okay. Ist er hier irgendwo unterwegs? Aha. Goldmütze, na, wegen einer Goldmütze wollte ich mich jetzt eigentlich nicht gucken, aber mach ich mal. So. Da hinten. Wir kommen dich holen. So läuft es. So läuft es super. Da sagen wir nichts mehr. Sind die Waffen von denen? Na, Hexenschwert und. Komm mit. Muss doch irgendwo noch das andere Hexenschwert liegen. So gut, das ist jetzt auch nur mit Gold.
Waren das die beiden Kollegen? Schlüssel haben sie ja nicht dabei gehabt. Ich sehe noch mehr von denen. Ich noch ein Bruder. Okay. Vielleicht ist das eine Spur, die wir folgen sollen. Der wir folgen sollen. Mal gucken. Vielleicht kämpft ja Eldrick unten gegen die. Beziehungsweise, ja doch, ist Eldrick, ne? Cyrus ist ja schon der längst weg. So, genau. Aber wer hat die denn alle umgebracht? Dann haben wir noch was zu futtern hier in der Tasche? Aber wir müssen uns, glaube ich, mal was braten kurz. Und ist ja ein Lagerfeuer. Oh, wen haben wir denn da? Das ist er. Er hat ihn getötet. Was machst du hier? Du wolltest doch zusammen mit dem Inquisitor in den Vulkan. Hast du schon etwas herausgefunden? Ja, logisch. Ich verfolge einen Trupp Echsen. Sie sind den Weg runter, Richtung Jagdhütte. Alles Wenn klar. du dich beeilst, kannst du ihn noch einholen. Ja. Laufen kann man ja hier nicht. Ich bin ja schon so schnell ich kann. So, hoffentlich haben die beiden da unten überlebt. Das wäre auf jeden Fall schön. Aber wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Hier sind die Echsen vorbeigekommen. Boah. Da wird gekämpft, siehst du wohl. Voll daneben. Was all diese Viecher? Ha. Wo kommen die her? Das sind Echsen. Sie kommen aus dem Vulkan. Aus dem Vulkan? Also gibt es noch mehr von ihnen? Viel mehr. Dann werde ich in Zukunft ein Auge auf die Umgebung haben. Nochmal erwischen die Biester mich nicht. Ja. Okay, jetzt Was wir hast auf. Du zu verkaufen? Ob sie handeln können, wollen. Okay, der war niedergeschlagen anscheinend. So, Echsenschwerter. Hier, hast du ein paar Echsenschwerter. Runenschwert. Auch nicht schlecht. Rostiges Schwert. Ja, den Rest behalte ich mal. Was hast du zu verkaufen? Ja. Alles klar, dann machen wir jetzt mal... Kommen einfach hierher und denken, sie können mich umbringen. Na ja. Versklaven trifft es eher. Versklaven? Niemand versklavt mich. Das haben die Biester jetzt auch gemerkt. Gürger, Echsen, wo du hinkommst, ist wohl immer was los. So. Ja, ich bin aber hier, um aufzuräumen. War das nicht viel mehr? Ich soll wohl nicht so viel looten, ne? Gefunden, was gesucht war? Ja, jetzt muss ich wieder in den Vulkan. Geh in Berg. Pass auf Schuppige. Pass auf Menschen. Keine Sorge, die Menschen sind auf meiner Seite. Menschen wie böse Zauberer. Besser niemals Rücken zeigen. Niemals einschlafen. Keine Sorge, ich passe schon auf. Dork war mit Mensch gemeinsam in Kampf und Suche. Nun geh alleine. Bring zu Ende, was längst begonnen. Aber irgendwie habe ich doch was anderes besucht.
Habe ich nicht eigentlich einen Schlüssel gesucht? Moment, muss ich jetzt mal nachschauen. Wir haben doch hier, warte mal, erledigt. Sturmpin. Ist auch schon. Achso, klar, ist erledigt. So, Eldritch braucht ein magisches Kristall, das haben wir auch schon. Typische Punkte, die ich werden kann. Verdammt. Da weiß ich jetzt gerade nicht. Da hier, das ist Zukunft. Okay, schauen wir mal. Wir haben doch gerade eine Karte bekommen. Echsengefängnis, Osttempel. Aha, das muss die gewesen sein. Okay. Alles klar, dann mache ich noch ein bisschen was zu essen. Riecht schon mal nicht schlecht. Fleischbraten. Lecker, lecker. Sieht richtig lecker aus. So, jetzt müssen wir nochmal schauen. Er kann mir noch was beibringen. Ne? Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Das sind irgendwas. 5 Lernpunkte. Tiere ausweiden. Lohnt sich eigentlich nicht mehr. Okay. Der Wolf ist tot. Der Wolf ist tot. Der Wolf, wo ist tot? Bin ich zu spät gekommen? Na gut, dann werde ich jetzt zu den Banditen porten. Ich muss eh noch mit Don Esteban reden. Und dann lerne ich gleich noch Armbrust und dann. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Komm, Armbrust. Ich will meinen Umgang mit der Armbrust verbessern. Um die langsame Geschwindigkeit der Armbrust. Wenn du den Bolzen dabei schon in der Hand, dann führst du die Armbrust. Alles klar. So. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Nächsten habe ich. Hier viel. Ja. So. Da habe ich Zeit zu schlafen eigentlich? Ja, warum nicht, ne? Ich schlafe einfach nur bis Mittag. Da habe ich nicht so viel Zeit verloren. Wer wusste vorher, dass das passieren kann? Der erzählt doch viel, wenn der Tag lang ist. Er sitzt den ganzen Tag nur rum und säuft. Ich rede auch gleich nochmal mit dem Oger. Das sieht gut aus. Kann man nie genug haben. So, dann Kessel. Okay, wir haben. Uns fehlen irgendwie Kartoffeln oder so. So, jetzt gehen wir nochmal mit ihm, weil wir haben ja schon jetzt 2 Kumpels gefunden. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Nee, das will ich nicht. So, ich rede zuerst mit Fincher. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Oh, der kann ja auch Armbrust, okay. Wir haben das goldene Tor in der Vulkanfestung geöffnet. Und?
Habt ihr den Ursprung des Übels hier auf der Insel schon gebannt? Wir arbeiten noch daran. Gut. Und weiter? Was ist jetzt mit meiner Hafenstadt? Wird der Inquisitor sie endlich aufgeben und seine Ordenskrieger zurückpfeifen? Mendoza ist noch im Tempel und hat ganz andere Sorgen als die Hafenstadt. In Ordnung. Dann wirst du jetzt in die Hafenstadt gehen und mit dem Möchtegern-Kommandanten der Stadt sprechen. Geh zu Carlos und mach ihm klar, dass er seinen Posten räumen soll. Sonst wird er die Konsequenzen tragen müssen. Meine Geduld ist bald am Ende. Sag ihm das. Alles klar. Das machen wir doch auch mal jetzt. Warum nicht? Wir porten also in die Hafenstadt. Dann können wir dort auch gleich noch Waffen und so. Guck mal, wir haben doch hier. Ah. Wir haben doch hier Rezepte. Gewürz. Egal, komm. Lass mich durch, Kenner. Wo ist er denn da? Wo ist er denn da, von Carlos? Ist er hier vielleicht? Nee. Da habe ich ja schon alles ausgeräumt. Hier muss er sein. Genau. Deine Aufgaben hier in der Stadt sind erledigt. Was redest du da? Wer hat dich geschickt? Don Esteban? Ganz recht. Er will, dass du deinen Posten räumst. Warum sollte ich tun, was dein Verbrecherboss mir befiehlt? Es gibt keinen Grund mehr für euch Ordenskrieger hier in der Hafenstadt zu bleiben. Die Kristallscheiben sind gefunden und das goldene Tor in der Vulkanfestung ist geöffnet. Ich sehe, ich werde an anderer Stelle gebraucht. Also gut, meine Männer und ich werden weichen. Ich werde es sofort veranlassen. Warte hier. So, meine Männer sind abgezogen. Ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Und jetzt geh. Ich habe Vorbereitungen zu treffen. Alles klar. Gut. Dann hätten wir das erledigt. Sind alle weg? So, die Frage ist jetzt, haben wir Don Esteban jetzt hier unten irgendwo? Aha, da ist er ja. Du hast es endlich geschafft. Die Stadt ist nun wieder in meiner Hand. Jetzt endlich kann ich wieder in mein Haus und die Geschäfte der Hafenstadt übernehmen. Das war eine große Leistung. Du bist wahrlich mein bester Mann. Darum mache ich dich nun zum Hauptmann meiner Bande. Möge dir deine neue Stellung Kraft geben für die schwierigen Aufgaben, die im Vulkantempel auf dich warten. Wenn du versagst, wird diese Insel bald nicht mehr sein. Und all unsere Bemühungen waren völlig umsonst. Wir alle zählen auf dich, Hauptmann. Genau, und jetzt ich brauche eine bessere Rüstung. Gib mir die Rüstung eines Hauptmanns. Ja. Ja. Hier hast du sie. Ja. Junge, wie geil. Danke. Trage Alter. Sie mit Stolz. Du bist jetzt mein bester Mann. Alter. Super. Leider kann ich mich jetzt nicht von vorne sehen, aber ich sehe bestimmt fett aus. Und das ist jetzt. Es wird eine Zeit dauern, bis der Laden hier wieder in Schuss ist. Carlos und seine Jungs haben hier eine Menge durcheinander gebracht. Unterrichte mich im Kampf. Okay. Auch Armbrust. Alles klar, super. Dann bin ich jetzt hier der Superman am Start. Und ich verabschiede mich und sage bis zur nächsten Folge und tschüss.